Dunkle, grüß und willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Hui! Heute hoffentlich mit einem funktionierenden Spiel, einer funktionierenden Aufnahme. Nicht so wie beim letzten Mal. Ja, wer sich die letzte Folge angeguckt hat, komplett Respekt dafür. Ich meine, es war ja... Naja, es war im Prinzip 20 Minuten nichts. Außer super geiler Musik natürlich. Aber sonst ja wirklich auch gar nichts einfach. Und ich fliege gerade noch ein bisschen rum, um Ultima-Weapon zu finden. Mit ein bisschen Glück ist das nämlich doch noch irgendwo, aber ich glaube nicht. Ich habe das nicht gegoogelt, wann das jetzt genau erscheint, aber ich meine, es sollte jetzt erscheinen können. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Was ich aber gegoogelt habe stattdessen ist irgendwelche Auswirkungen, die das andere U-Boot noch hat. Und ich habe keine gefunden, also absolut nicht. Es sind keine Auswirkungen bekannt, eben außer, dass man halt das andere U-Boot hat und anders besorgen muss das Ganze. Aber storytechnisch wohl komplett irrelevant, aber trotzdem behalte ich jetzt das, was man eben bekommt, wenn man die Typen dann, die Missionen schafft, denn jetzt sind eben diese Kameraden, die wir damals hatten, die uns quasi trainiert haben beim Junon-Einzug, auf jeden Fall am Leben und im U-Boot, und das Wissen ist einfach irgendwie Gold wert. Denn das wäre sonst nicht der Fall. Und ja, ich muss an Rocket Town, was wir gerade gesehen haben. Aber wie gesagt, ich suche noch ein bisschen. Mit ein bisschen Glück finde ich das gute Weapon-Line noch und irgendwann hier oben rein. Das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man das Weapon lang genug verfolgt, aber das glaube ich jetzt nicht, wenn es soweit ist. Ist jetzt echt die Frage, mache ich erst die große Materia-Mission ganz fix und suche danach wie blöd nach dem Weapon oder mache ich sofort? Und wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir es jetzt irgendwo finden können. Es scheint auch nicht rumzufliegen, also... Wir haben es noch nirgendwo wahrgenommen jetzt hier. Also ich zumindest nicht, ihr vielleicht schon, aber... Ich bin der Meinung, das hätten wir schon mal irgendwie per Zufall jetzt sehen müssen beim Rumfliegen. Scheint aber echt nicht der Fall zu sein. Na gut. Dann fliegen wir mal zu Rocket Town und nehmen uns der nächsten Story-Mission an. Die gute Weapon ist ja sowieso bloß optional, daher... So, einmal hingelandet und weitergemacht. Weitergemacht, habe ich gesagt. Ja. Alle starren sie nach oben. Was will der junge Präsident Rufus bloß mit alten diesen Technikern, meine Güte? Weiß man nicht. Will Shinra die alte Schrottkiste wirklich starten? Aber warum jetzt? Oh, hier sind ein paar Shinra-Leute. Die fummeln mit der Rakete rum. Schmutzwinkel! Alles in Ordnung mit dir, Lieblingsrakete, hä? Bestimmt. Das könnte man absolut doppeldeutig interpretieren. Die fummeln an der Rakete rum. Ja, aber das machen wir nicht. Hallo. Ein Spektakel. Ja. Ob gleich was passiert? Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. Ich erst. Auf die Schnauze wird es jetzt geben. Ey, Shinra! Maul! Die Terroristen sind hier! Yeah! Ich bin ein Terrorist. Ups, darf ich gar nicht sagen. Ist ja. Ach, ich habe mich gar nicht geheilt. Ist ja heutzutage wirklich sehr gefährlich, das zu sagen. Übrigens, wer sich wundert, das habe ich ja erklärt in der letzten Folge, nur natürlich habe ich es nicht gehört, weil der Sound ja nicht aufgenommen wurde. Tifa hat jetzt so einen tollen Countdown auf dem Kopf, weil sie den Fluchring trägt, der all ihre Werte um 30 Punkte verstärkt. 30 Punkte, das ist Hammerwahnsinn. Plus, sie hat eine Waffe, pass mal auf. Zack, 6000. Plus, sie hat eine Waffe, die bei Gefahr den Schaden nochmal verstärkt. Das heißt, nochmal addiert, dann, oder multipliziert den Bonus sogar. Und das heißt so viel wie ihre jetzigen Leben, der Countdown bedeutet, wenn der Countdown abläuft, BÄM! Ist sie tot. Dann gibt es ein Todesurteil als Zauber. Und bis dahin wirkt eben dieser Superschaden. Das ist schon geil. Und deswegen habe ich es mal reingenommen. Weil, warum nicht? Es dauert eh kaum ein Kampf so lange wie 60 Sekunden. Der Schaden ist eben immens, wie ihr sehen könnt. Immens. Unglaublich krass. Und es ist eben eine doppelte Fassungswaffe. Lasst sie keinen Schritt weiter. Alle zum Angriff! Versucht's doch. Könnt doch einfach jetzt auf Samira einen... habe ich sowas überhaupt? Ich muss kurz überlegen. Irgendwie einen Zauber jeweils wirken, dass sie immun gegen Tod wird. Ich meine, das gab es.
Aber ich glaube, sowas habe ich gar nicht. Ansonsten schnipsen wir es nach Wiederbeleben, wenn sie tot ist. Was immer noch die 30 Punkte auf jeden Statuswert erhält, aber eben dann, meine Güte, ein Führungswiederkessert oder ein Belebungszauber. Alles kein Problem, da ja super gut. Oh, du gehst nirgendwo hin. Das werden wir ja noch gleich sehen, du kleiner Mann, was du alles nicht kannst, nämlich nichts. Ich hätte mal erst Samir angreifen sollen, lassen sollen. Too late. Vergase. Oh, daneben. Verkackt. Nicht sie. Noch. Ah, hä? Ist Tifa jetzt auf Zurücksetzung gemacht worden, oder was? Oder vor Seed eigentlich dran gewesen? Yeah. Fällt mir ein. Ich glaube, ich hatte es gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich leider mal gucken. Ich wollte eigentlich sinnvollerweise jetzt auch Samira den Gegenangriff geben. Ah, gut. Ich glaube, sie hat ihn schon. Denn ist es einfach sinnvoller, wenn sie jetzt Gegenangriff hat, als wenn Cloud ihn hat, weil der Schaden natürlich viel krasser ist bei ihr als bei ihm. Kommt bist du fast, verdammt, ich hab's gerade. Warte, Seef, ey! Mann! Wenn du vorhast, die Shinra aus meiner Rakete zu werfen, dann nimm mich mit! Na, wenn's sein muss. Dumm, 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 dumm. Wieder austauschen müssen, ja, ja. Nerv, Rene waren. So, du hast jetzt bekommen das hier. Wobei. Ach, das Ding ist so krass, ist super stark. Stärker als alle anderen Waffen hier. Ja, 40 gegen 62. Ach, trotzdem doppeltes Wachstum. Das ist total Wahnsinn. Richtig gut eigentlich. Leider aber. Was wollte ich gerade machen? Leider aber ist er nicht mehr im Team, der Sid. Das wäre uns jetzt total geil eigentlich. Hier Dreifachfassung sogar, aber bloß zwei davon. Das heißt. Streng genommen bekomme ich da ja, dreifaches Wachstum halt auch nicht mehr als so, weil ich im Prinzip habe ich hier jetzt verglichen zum anderen bla bla bisschen mehr noch Wachstum auf jeden Fall drin, so egal, tauschen wir trotzdem alles fix aus, denn es gibt gleich einen Bosskampf, wenn ich mich nicht täusche, da gibt es zumindest ein paar XP, vor allem sogar hier zusammenhängt das Ganze, ne? Es gibt glaube ich keine andere Rüstung oder Waffe, wo wirklich auch zusammenhängt das Ganze ist. Mit doppelt Wachstum. Genesung, auf ganz wichtige Sache hier. Vielleicht jedenfalls. Der Rest bleibt bei Yuffie, alles gut. Ich nehme mal kurz noch ein Zelt. Ich kann ja, wegen Schummel und so. So, sollte reichen. Also los, jetzt zeigen wir es den Shinra. Okay. Hoch. Halt, warte. Vergessen zu gucken. Ich glaube, ich hab's, aber ja, doch. Macht den überzeugenden Eindruck eigentlich da im Kampf gerade. Ich glaube, ich werde mal, Baller. Raub austauschen, weil Samir einfach die höhere. Plopp. Höheren Wert hat und entsprechend mehr Geschick und so weiter. Daher dürft sie weniger Probleme haben zu klauen als der Arena-Bahn. Gucken wir hier. Wo ist Geschick da? Deutlich höher Geschick hier. Auch überhaupt nicht sowieso. Aber warte. So krass scheint sie gar nicht zu sein, oder? Doch, Geist. Dann hat Cloud von per se schon sehr guten Geschickswert, wa? Jetzt echt bloß 55. Moment, das muss ich mal kurz kontrollieren. Ist sie nur 45 ohne das? 60. Ich denke, das Ding, es gibt 82, 60, 60. Moment. Da kann man nicht stimmen. 62, ach, wo haben wir es denn? Fluchring. Ja, übersehen. Ach, Ring des Fluches. Zack. 15 bloß. Ich dachte, das wären 30, die draufgerechnet werden. Ha. Na gut, okay. 15 plus jeden Stand ist immer noch eine ganze Menge, also was soll das? Das ist Sven 30. Das habe ich irgendwo gelesen. Ich habe es selbst nicht überprüft, 1 zu 1. Ich habe da nicht genau drauf geachtet beim letzten Mal, aber ich meinte, das habe ich irgendwo gelesen. Naja. Hey, Root. Du schon wieder. Wir werden jeden beseitigen, der sich Shinra in den Weg stellt. Versuch's doch. Es könnte Gegenangriff vielleicht kacke sein. Denn was ich machen will, ist. Dem guten Root
etwas klauen. Nämlich den Zietrich. So ziemlich die beste Rüstung im ganzen Spiel. Nur leider komplett ohne Fassung. Muss hier auch mit der Downside kommen, so ein super Item. Pieks, bist du tot? Jawohl. Reicht immer noch nicht. Ach Mann. Echt beide beseitigen vorher. Gibt's doch gar nicht. Kein Gegenangriff. Gut, gibt's nicht. Das müsste ja reichen hier, oder was? Rot, hier, rot, hier, rot, hier, rot. Pieks. Aua. Zack. Konnte nicht stehlen, ne? Das könnte natürlich knapp werden. Mit dem Countdown und so weiter. Mal gucken. Ja, komm. Megafunk. Oha, irgendwo anders lang. Was? Ach ja, ich bin angreifen lassen. Alles richtig. Konnte nicht stehlen, natürlich nicht. Ah. Abwehr. Na, aber ich hab doch... Aua, sag mal, dieses blöde... Hoch. Nein, Sid will ich haben, meine Güte. Toll. Dieses beschissene Kack... na, wie heißt das? Analog-Stick-Dingens. Das ist einfach so unglaublich unpräzise bei solchen 2D-Auswahl-Dingens. Ich hasse es. Sonst wäre es gerade Spinnen gewesen wären. Konnte nicht stehlen, natürlich nicht. Beeilt euch, Samira ist gleich tot. Komm, Samira, hol's dir. Pieks. Ich meine, Klau. Och. Nein. Wir müssen sie wiederbeleben, das ist offensichtlich. Och, wie lange dauert das denn? Meine Güte. Ich mal doch Yuffie dabei behalten. Hätte ich ein bisschen schneller klauen können. So. Ja, ja, tu mich auch. Und geklaut? Nee. Oh, das gibt es doch nicht. Das zum tollen Bonus. Ja, ja, da kommt's. Einmal bitte heilen. Danach darfst du klauen. Oh, ich soll nicht mit Rindewan heilen. Ach. Beleben, meine ich. Wie lang es im Klauen dauert. Das war doch früher nicht so schlimm. In dem Spiel. Es muss ja in Mods liegen irgendwie. Wobei ich keine Schwierigkeitsgrad bei anderen Sachen habe. Dies gibt es übrigens als Mod. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, bin mir nicht ganz sicher. Man kann diverse Schwierigkeitsgrad verändernde Sachen einstellen. Was ich aber eben nicht gemacht habe. Doch leider die Übersicht darüber, was genau was verändert, total kacke ist. Es gibt echt unglaublich viele Sachen, die man verändern kann. Und einstellen. Es gibt einfach diesen einen Mod. Schwierigkeitsgrad verändere. So ganz frei übersetzt mal. Und da gibt es dann diverse Optionen zur Auswahl. Also vielleicht 10... Stück oder so und leider steht zu keinem einzigen, was genau das nun ändert. Hat bloß immer einen Namen, das Ganze. Das kann man dann im Forum entsprechend nachlesen, aber das ist so unübersichtlich und zum Teil sind auch so viel, extrem viele Patchdocs, nur ein einziges Ding ist da. Da haben wir bisher einfach niemals durchgewagt, weil es müßig war. Unglaublich müßig. Ach nun komm schon, das kann so lange noch nicht dauern. Raub. Ich brauche den Zietrich. Und wenn man jetzt zum Beispiel bereits Überfall hätte anstatt Raub, wäre Root schon längst tot durch meinen Angriff. Passivangriff. Das ist unglaublich unfassbar, sowas eigentlich, wenn man wirklich was klauen möchte, von einem Gegner, der irgendwann tot gehen kann. Deswegen finde ich es bis heute ziemlich blöd, dass man es eben so gelöst hat, dass man mit Überfall nicht einfach den normalen Angriffsbefehl überschreibt und Raub immer noch separat irgendwo drin hat. Wäre aber so viel schlaueres Game Design gewesen. Vielleicht ein Remake. Wer weiß, wer weiß. Oh, komm schon. Das kann doch nicht so lange dauern. Au. Sag mal, echt 10-mal angreifen muss, der Typ. Nein, der Falsche. Meine Güte, ey, ehrlich. Klau ihm doch endlich was. Hätte Yuffie bestimmt schon längst geschafft. Mit ihren von Natur aus hohen Geschickswerten. Na, endlich. So, Sid, mach ihn mal. Du musst das ganz auf dein Limit einsetzen, sonst fangst du mal einfach an damit, ne? Ich hätte echt die Hoffnung, ich schaffe den Typen hier zu beklauen, bevor Samira zum ersten Mal stirbt durch ihr dämliches Dingens, aber... weit gefehlt. Sehr weit gefehlt. Ach, komm, was soll's.
Was soll's, mach ich das gleich. Ich habe kurz überlegt, ihn die Saison anzugreifen zu lassen, bis Rinderwahn auf ihr volles Limit hat für die zweite Limit-Ebene, aber... Ach nö. Platsch. Nein, er ist nicht tot, keine Angst. Er stirbt nie. Er ist zu cool zum Sterben. Zack. Yay, voll viele AP und so. Platsch. Sie haben uns. Einmal drüber latschen. Jawohl. Dim, dim, dim. Warte, kann ich noch? Kann ich nicht. Du, warum bist du hier? Rune von Türk sollte hier sein. Pech, die sind da drüben. Oh Mann. Wenn die Türks so reingelegt werden, dann... Aber ich lasse dich nicht durch. Viel Glück. Spast. La, la. Aber echt mutig, dass er sich noch traut, sich uns entgegenzustellen, ne? Wobei ja die Türken jetzt nicht unbedingt super stark sind. Wie wir ja alle wissen. Wie man auch in Advent Children wunderbar sehen kann eigentlich. Ups. Das war einfach nur ein Gegenangriff. Das tut mir jetzt leid. Das sollte so gar nicht... Naja. Da ist es halt passiert. Einfach so. Zack. Sorry. Aber weil ich ja gucken wollte, nur mal eben Beweisführung. Zietrich, 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 wo haben wir ihn? Da. Bam. Und vor allem, reduziert einen halben Schaden bei Zaubersprüchen. Unglaublich gute Rüstung, nur eben komplett keine Fassung drin. Leider, also ich glaube, besser gibt's echt überhaupt nichts. Wenn man eben komplett auf Materie verzichten möchte. Was auch nur bedingt Sinn hat. Naja. So geht's mir auch manchmal. Bam, 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 bam. Diese Tür erinnert mich sehr an No Man's Sky bei der Kriegerrasse. Die hat auch mal so eine Türen gehabt. Hey, was zum Teufel macht ihr hier? Hey, gerade als ich gedacht habe, es ginge los, da kommst du zurück, Kapitän. Hör zu, Kapitän, wir werden diese Rakete starten. Hä, was redet ihr da? Wir werden eine Materiebombe laden und den Meteor in die Luft jagen. Unsere Rakete will den Planeten retten. Ah, Mann, das ist so cool. Moment mal. Ja, halt den Mund und sei still. Ha, wie sieht's mit der Rakete aus, hä? Ziemlich okay. Aber wir wollten sie mit dem Autopilot in den Meteor steuern, aber das wichtigste Teil ist kaputt. Kaputt? Wie sieht's aus mit der Reparatur? Scherer macht das. Ah, na klasse. Ihr seid echt tolle Hechte. Sie wird in 100 Jahren nicht fertig sein, das ist unglaublich. Ha, ich übernehme. Macht euch keine Sorgen um den Autopiloten. Na mach schon. Los, erzähl's allen. Okay, Kapitän, viel Glück. Wir fliegen ins All. Yeah.